Wollen wir denn hier noch irgendwie? Oha. Okay. Jetzt sollten wir den irgendwann mal machen. Irgendwann. Irgendwann. Okay. Es ist Nacht inzwischen. Oder immer noch? Keine Ahnung. Scheiß Viecher sind überall. Huch, ich wollte F. 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 F wie Kiste. So. Krabben und so holen wir uns alle noch, aber noch nicht. So. Könnt ihr natürlich auch noch Stützen ranbauen dann. Huch. So. Ah, verdammt. Fehler. So. Ich wollte mit Wasser noch irgendwas machen. Richtig, richtig. Wasser, 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 Wasser. Nur was? Sir. Aha. Wortwitz. Aha. Schlecht. Ja, okay, hier drin ist auch eher schlecht mit Wasser. Huch, mein Fehler. So. Können wir so lassen. Können wir noch hier oben machen? Um das alles ein bisschen hübscher, besser zu gestalten. Keine Ahnung. Das Ding stört mich da so ein bisschen, ne? Wisst ihr das? So ein bisschen. Minimal. Mehr. So. Und ist noch einer. Toll, echt. Kann ich gar nicht gebrauchen. Ach komm, lass mich. Besseres zu tun. Aha. Ein bisschen weird schon ist der, ne? Ein bisschen. Okay, ich glaube, wir gehen als nächstes Holz farmen. Und dann bauen wir direkt an und bauen ein Lager rein. Weil wir es können. Und weil unten nur noch die Mine sein soll. So, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Von. Okay, dann gehe ich erstmal auf irgendeinen Baum. Auf irgendeinen Baum. Zum Futtern dabei? Nein, okay. Hier können wir schon mal anfangen. Das merkt sowieso keiner hier. Sieht man ja auch nicht von außen.
So. Und dann müssen wir auch irgendwann mal wieder eine Minentür machen. Minentür. Müssen wir wieder eine Minentür machen. Und wenn wir ein bisschen nach unten gehen, zur Minentür. Ja. So. Kann ich ein. Ich will mal kurz gucken. Zack, 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 zack. Yes. Den Rest hier. Ach ja, ach ja. Der ganze Kram. So viel Baum. Ist nicht ein schnelleres Werkzeug oder so dafür? Das wäre klasse. Würde uns immens helfen. Wenn wir irgendwie so einen Baum mit einmal fällen können. Das würde zwar ausarten in einer extremen Waldvernichtung, bin ich mir ziemlich sicher. Aber wir hätten mehr in kürzerer Zeit. Ist ja nicht so, als hätten wir keine Zeit. Wir können's machen hier einfach. Ist doch gar kein Thema. Oh, ich muss mal überlegen, was kann man denn noch so erzählen? Interessantes. Ich erzähle ja sonst nicht wirklich viel. Meistens ja nur über Spiel selber, was wir gerade machen, was wir tun werden, was wir vorhaben. Tja. Ich weiß nicht, wer von euch Rocket Beans guckt, aber ich bin ein großer Fan der Pen and Paper Reihe, wie so ein Großteil der Community. Ich habe jetzt vor, mein eigenes Regelwerk zu schreiben, nachdem ich mich ausführlich mit anderen befasst habe, um einen ungefähren Anhalt zu haben, um dann mit ein paar Kumpels selber eine Runde zu starten. Außerdem macht mir Geschichten schreiben Spaß. Ich würde dann einen auf Game Master machen, also selber die Geschichte schreiben, vorher noch klären, was für ein Universum sich das abspielt in der. Überlegungen sind halt Sci-Fi oder Fantasy-Mittelalter. Natürlich auch mit Magie und sowas allen. Zwerge dürfen nicht fehlen. So eine kleine Lore. Ein kleines Universum. Das wäre schon nett. Das einzige Problem, was ich bei Geschichtenschreibung habe, ich überdenke zu viele Sachen nach. Ich überdenke zu viele Sachen. So, das alles. Also wenn ich eine neue Sache reinbringe, muss es komplett in die Consistency der Welt passen. Also ich mache mir den Gedanken, sagen wir mal, Magie. Gehen wir mal nur von Magie aus. In den meisten ist es ja so, Magie ist da, viele können Magie nutzen, aber woher kommt denn die Energie? Wie wird das umgewandelt? Theoretisch hätte man denn ja unendlich viel Magie, aber man hat ja dieses Mana, meinetwegen. Es regeneriert sich dann, das ist ja schon mal ein Punkt. Was ist denn Mana, woher kriegt man das und wie regeneriert man das und diese ganzen kleinen Sachen, die dann komplett mit reinspielen, wo man alles überdenken muss. Was denn Sinn macht, ob die Leute die Welt nicht ausnutzen können, denn in diesem Fall und ja, das ist alles. Das ist auch in der Geschichte, dass alles so richtig passt, wenn man wegen eine Timeline hat oder so und überlegen muss. Okay, das ist zu dem Zeitpunkt passiert, wie weit waren sie da, wie wahrscheinlich ist der Fortschritt über, sagen wir, 50 Jahre?
Handelsrouten, Wege, Dauer von Wegen, Wegentfernung, alles. Population, Selbsternährung, Umgebung von Städten, große Handelsstadt und oder Bauernstadt, die für Versorgung selber zuständig ist oder also ein Kleinkram, also ein Kleinkram. Das dauert ewig. Und so eine Geschichte schreibt. Und ich will auch immer gleich alles. Also es muss perfekt sein, bevor ich überhaupt anfange. Das heißt perfekt. In meinen Augen für den Moment perfekt. Also, ich habe in wenigen, das ist nur ein Beispiel, bei wenigen Videos Intros, weil ich inzwischen, glaube ich, fast 30 Stück gemacht habe, verschiedene, weil mir immer wieder was nicht gefallen hat bei dem einen. Habe ich ein neues gemacht, neues Logo, neues Dings. Was ich momentan habe, ist ja dieses, ja, wie soll ich es nennen, Wikinger-Ding mit dem Bart und den Schoßzähnen. Oder mit den Reißzähnen, Leberzähnen, whatever, wie ihr das nennen mögt. Finde ich eigentlich momentan mit am besten. Ich habe noch einige andere Logos. Ich habe, ja, allein Logos. Also Intros habe ich, ja, so 30 Stück gemacht. Logos habe ich vielleicht 70, 80 verschiedene ausprobiert. Ja. Ja. Ist, ja. Diese Feste, und dann gefällt einem das nicht. Am einfachsten ist es, du bezahlst jemanden dafür, dass er es für dich macht. Und dann behältst du es, weil du hast dafür bezahlt und dann lässt du es. Du lässt dir die Datei nicht irgendwie geben oder irgendwas, damit du was verändern kannst. Nein. Du lässt es so. Mir darf man an sich gar keine Wahl lassen. Das wäre das Einfachste für mich. Aber sobald ich die Möglichkeit habe, was zu ändern, weil es mir nur minimal mich stört, ja, dann muss ich es auch neu machen. Und wieder anders. Und wieder neu. Und wieder anders. Und was? Und dies und das. Und. Ah. So läuft das bei mir. So läuft das. So, ich überlege gerade, wo wir das Lager denn aufschlagen werden. Ich würde sagen, am einfachsten wäre es ja, irgendwo, wo wir noch Platz haben am Gebäude. Zum Beispiel hinten hier. So, hier. Hier ist zum Beispiel eine schöne gerade Fläche. Nicht, noch nicht allzu groß, aber durchaus ausbaufähig. Kann ich meinetwegen hier so runter machen. So. Kann ich hier noch wieder Türen reinhauen? So, ich muss erstmal eine ungefähre Größe ermitteln, was wir dann brauchen. Ungefähr. Bin ich mir aber auch noch nicht sicher. Wir müssen ja alles da reinbringen dann. Dieser Baum wird mich. Der wird auch ein bisschen schneller. Eigentlich reicht das, wenn wir noch die nächste Blätterreihe hier wegmachen. Und dann haben wir eigentlich schon die gewünschte Höhe erreicht. Und das Lager müssen wir so frei halten, dass wir es immer noch erweitern können. Also hier hinter müssten wir natürlich ein bisschen Terraforming betreiben. Aber theoretisch könnten wir es deutlich, deutlich weiter machen. So. Muss größer. Muss größer. Dass ich mich mal durch natürliche Kanten hier aufhalten. Am einfachsten. Seht ihr, das meine ich, dieses. Natürlich ist irgendwo dann, in diesem Fall jetzt auch ein bisschen Laziness drin. Aber ich brauche Grenzen. Von anderen festgelegt am besten. Damit ich mein Maß kenne oder Maß einhalte, ob ich ein Maß einhalte. Sonst ich glaube ich kaputt.
So. So. Ich wusste nicht, wusste nicht, dass wir noch mehr von denen hatten. Ich hab gerade mal auf gut Glück gebaut und dachte immer, oh Kacke, was, wenn wir keine mehr haben? So. Eigentlich ist das schon mal, ist es ziemlich groß. Und Teleporter müssen wir auch noch ein paar bauen, weil dann baue ich welche für verschiedene Ebenen. Brauchen wir nicht immer eine Treppe oder so bauen. So. Untere Reihe baue ich. Ja, komplett aus Stein. Oh, ist auch schon wieder weg. Geht zu schnell. So. Jetzt sieht es gar nicht mehr so groß aus. Was soll's, was soll's. Wir haben ja so viel Holz jetzt wieder. Sogar drei falsch gesetzt. Lass mal einer nachmachen hier. Huch. So. Dann Kanten hier. Die Ecken. Kanten. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So. Okay, das wird nicht reichen. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Ich werde sowieso nicht alle, weil wir auch noch Truhen stapeln und so. Dann machen Fenster dahinter ja eigentlich auch keinen Sinn. So. Okay. Aber meine erste Idee doch richtig. Mach ich mal ein Doppelding hier. Decke müssen wir natürlich auch noch bauen. Wood Wall. Wood Wall. Dann brauchen wir so. Ja, was sind das? 10 mal. 10 mal 20? Ja, irgendwie so. So 300 sollten ungefähr reichen. Eigentlich. Ich versuch's auf jeden Fall mit der Menge. Aber es muss, eigentlich müsste das reichen. Man ist nicht mal 20, also wir kommen locker noch was über. Locker. Dann stellen wir auch gleich kurz den Teleporter hier hin und unten ins Lager. Dann wechseln wir ganz schnell immer hin und her. Genau, jetzt bin ich gefallen. Ich hatte Crouch. Ah, ne, ich bin gesprintet, ne? Okay, mein Fehler.
Huch, wollte ich nicht. Ordnung. Quatsch. Chaos. Bestes.